bist du? Ich bin hier unten. Komm schon. Genau da. Pass auf! Wow. Okay, dann muss ich da runter. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Jetzt hier rüber. Hier runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Wow. Ist das wieder gut, Leute? Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Oh, oh, nein, oder? Scheiße, scheiße! Ey. Arschlöcher. Wohin denn? Wohin denn? Komm schon! Halt da das Seil hoch! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Mach schon. Oh. Geil. Ist das geil, Leute. Okay. Raus, Jungs. Jawohl. Sehr gut. Hier. Da muss ich abspringen. Mhm. Na gut. Ist ja ein bisschen glitschig, möchte ich anmerken. Boom. Oh Mann, ey. Das sind die besten Entwickler echt ever. Okay, auf ein neues. Ja, aber... Okay, einmal hier rüber. Nee. Doch. Ja, aber das bringt mich jetzt nicht hier gen Himmel. Doch. Hier kann ich hoch. Guck mal. Zack, zack. Okay, etwas Ruhe. Aber... Ah ja, hier kann man wieder schön raus in wilde Höhen. Na gut. Boah. Hey, hab ich mich jetzt erschrocken? Okay, halt! Hey, Nadine, schön, Sie wieder zu sehen. Meine Herren. Okay, Mango! Was soll denn das heißen? Oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Safe Word. Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal sehen. Jawohl. Und nimm dies. Komm jetzt schon. Fett. Bitte bam, bitte boom. Härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davon ziehen lasse? Ah, jetzt können wir die zu zweit vermöbeln. Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott verdammt. Oh oh. Das wird sogar schwierig. Genau. Habe ich mir gedacht. Ich habe genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Oh, die ist aber sauer. Die ist aber sauer. Meine Herren. Oh nein, das wird nichts.
Boom! Gott, also eine Frau zu schlagen, ist ja schon sehr seltsam. Die ist aber auch wild hier. Autsch! Ey, Kollege. Jetzt gib ich hier aber, jetzt muss ich aber schnell wieder rein. Hier bricht auch alles aus den Nähten. Halt durch, Sam. Ich komme. So, einmal hier Indiana Jones mäßig. Roll. Wo ist hier? Wo ist die Dame? Bam! Jo. Das war mein Kinnhaken, wa? Autsch! Ist sie schon wieder. Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Oh Mann. Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Oh oh. Samuel. Bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon mal. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Krass. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam. Das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du... Das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was?
So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Ja, ist ja mal in die Hose gegangen hier. Oh mein Gott. Nate! Eleanor! Hey, Nate! Wie kommt die denn jetzt dahin? Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir cool. anfangen? Cool, dann sind wir hier wieder in der Kindheit. Ich mag das sehr, sehr. Na gut, dann schauen wir mal. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster anzuschlagen. Boah, ist das ein Riesenanwesen. Wahnsinn. Eben hier so. So, dann mal schauen. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Es könnte sein, da müssen wir irgendwie... Es führt alles zur Vordertür irgendwie. Denn hier? Okay, gehen wir hinten rum, ja? Jo, ist eine gute Idee, die hatte ich auch gerade. Was ist hier? Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Ah ja, genau. Hier. Das ist ja wie gerufen. Okay, gib mir deine Hand. Hep! Ah ja, muss ich wieder warten, bis er mir die Hand reicht. Oder? Geh mal hier hoch und dann springen wir hier dran. Genau. Komm, Nathan. Da ist doch bestimmt ein Hund drin oder sowas. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Kazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Das ist so cool, ne? Wenn man hier jetzt so sieht, wie der quasi rangeführt wurde an seine Fähigkeiten zum einen, ne? Und aber auch an sein Diebeshandwerk. So, schauen wir mal hier in die Kiste. Hier drin ist nichts. Nee. Ist der Wahnsinn, ne? Es gibt ja ganz viele Speicher, die genauso aussehen. Vollgestellt bis unters Dach. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Kisten sind voller Alter. Und Sachen, die man nie wieder benutzt.